Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Wild Arms 1 mit mir, mit Puck und mit Jack Van Buress. Oder auch nicht. Verdammt! Habe ich eben dummen für die letzte Folge einen doofen Cliffhanger gewählt, denn es kommt jetzt nur noch der Abspann, es geht nicht mehr nach Adelheid. Auch ein geiler Name übrigens, Adelheid. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch erklärt, dass die Superkraft den dunklen Weg in die Zukunft bedeuten kann. Und dass die Superkraft auch unsere Seele umschlingt. Ja. So, nachdem wir das auch hatten, tun wir uns jetzt das Letzte an, nämlich die Frau im Kuran-Kloster. Das war, glaube ich, minimal lästig sogar hier. Hier musste man schon Rätsel lösen, also richtige. Zumindest glaube ich das. Entschuldigung, du kannst meine Gedanken lesen. Ich? Ja. Ich sehe sonst keinen auf dem Bildschirm. Und irgendwas scheint da jetzt in sie reinzufahren. Vielleicht der Heilige Geist? Wer weiß. Trage meine Wünsche im Herz. Hat irgendwas Psychedelisches der Hintergrund? Na klar, er bittet uns, die Wünsche zu tragen, also seine Wünsche vorzutragen, aber er kennt nicht mal unseren Namen. Dem Typen würde ich normalerweise nicht mal sagen, dass... Nichts, aber... Einfach nur einer Stimme sagen, naja... Cecilia. Cecilia. Nee, Cecilia gefällt mir nicht. Ist jetzt nicht verkehrt, aber nehmen wir mal Sophia. Klingt ähnlich, aber irgendwie schöner. So. Was geht denn jetzt ab? Dein Ich fallen. Die Macht liegt im Buch. Was geht denn? Also, die anderen Intros waren ja zum Teil rätselhaft, aber das ist ja... Sophia, die Unschuldige. Und jetzt geht das Ganze über in Sophia. Sophia, der Unterricht ist zu Ende. Ah, wir sind also in der Schule, oder im Klosterschule. Auch gut. Und heute ist unser 17. Geburtstag. Ah, zu unserem 17. Geburtstag sollen wir nach Adelheid zurückkehren. Ihr seid ja heute richtig. Ja, sie sagt, was man denkt. Okay, wir sollten uns also von allen verabschieden, weil es nach Adelheid zurückgeht. Sie warten! So, der Trink ist halt sehr schön. Was macht denn der Tränenkristall bitte? Außer hier zu scheinen. Quasi Shine Like a Diamond. Sch-
schade, sah nach einer passenden Position dafür aus. Und hier sind Bücher. Hat der Typ nicht irgendwas gesagt von wegen? Die Macht liegt im Buch. Vor etwa 1000 Jahren tobte eine Rasse von Metalldämonen durch Filgaia. Die Wächter, die Elfs und die Menschen gewannen den Krieg unter erheblichen Verlusten. Nach den Wächtern stark verloren, konnte das Land seine Lebenskraft nicht erhalten. Die Elfs verschwanden. Ich würde mal dumm raten, dass diese komischen Metalldämonen dann Lolitia und Konsorten sind. Nur mal so in den Raum hineingeraten. Aha, und diese Waffen, also die Arms, scheinen von den altertümlichen Zivilisationen zu kommen. Huh. Böse, 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 böse. Dabei ist es doch gar nicht spät, aber irgendwie hat es mich gerade überkommen. So, mal sehen, was der zu sagen hat. Antje, die Zaubererin, hat eine magische Taschenuhr. Bring mir die Uhr und dann können wir hier aufräumen. Du bist doch einer. Rote Wappen Kampf, die Kraft des Feuers, weiße Wappen Flügel der Veränderung, schwarzes Wappen der Harmonie, ja. Da lernt jemand ganz eifrig. Okay, jetzt haben wir ein Wappen bekommen, ein Wappenbild. Grundlagen der Magie, nehmen wir doch mal mit. Aber selbst im Kloster hat man das Sprinten lernen anscheinend. Jacques, der Koch, arbeitet am längsten im Kloster. Und was sagt er mir? Ist noch keine Essenszeit. Ja, nee, ist klar. Oder auch gerne als Yo Bro genannt. Oder hergenommen. Ich glaube, das hier war Anja, wenn ich mich nicht ganz täusche. Sehr schön. Habe ich gut geraten. Und die gibt uns dann diese komische Taschenuhr, hoffe ich mal. Und sie will nur wissen, ob das darauf reagiert. Und ja, es reagiert, es leuchtet rot, sehr schön. Auf den Kristall, den wir gerade in den Himmel gereckt haben. Wenn das doch der geheime Schatz der Adelheid-Familie ist, warum weiß sie davon? Und jetzt bekommen wir noch als Geschenk diese komische Taschenuhr. Sehr schön. Mit ihr kann man zerbrochene Kisten wiederherstellen, festsitzende Objekte befreien. Es wirkt nicht immer, daher lohnt es sich, den Zauber zu wiederholen. Klasse. Ist das jetzt ein Glücksspiel, dass es klappt oder nicht? Wählen wir doch schon mal die Uhr an. Lila hat sich den Magen verdorben. Aber wir legen uns auch erstmal schlafen. Einfach, weil wir es können. Stellen wir doch mal die Uhr zurück. Vielleicht geht es ja besser, wenn sie jetzt nichts gegessen hat. Nee. Man nennt uns die Unersättliche, weil wir so viel essen. Also, Sophia, sehr gut.
Also eigentlich jetzt nicht, aber finde ich ganz witzig. Die magische Gilde, hier kannst du einfach Magie erzeugen. Binden, Wappenbild. Entweder weiße Magie oder schwarze Magie. Also hier erstmal TP, also Lebenspunkt wiederherstellen. Schlaf erwecken, Sinne wiederherstellen. Kampfquote erhöhen? Niemals. Magiewert erhöhen, Waffe verfluchen oder... Ja. Was ist das hier? Zornig machen. Reaktion erhöhen, Abwehrquote erhöhen. Du hast diesen Fluch schon, sehr schön. Sonst als Fluch bezeichnen. Waffe heiligen. Ja, machen wir mal Waffe heiligen. Whatever das sein möge. Light Blow. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen Schimmer, was ich gerade gemacht habe. Warum stehen die Statuen im Hof mit dem Rücken zueinander? Gute Frage. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir werden es rausfinden. Ich könnte jetzt ja stumpf einfach zum nächsten gehen. Lila redet zu viel, aber hör doch zu, okay. Weil die sagt, ich sollte mich von allen verabschieden. Ein Buch mit dem Namen Felgaia. Sehr schön. Niemand schaffte es, den Untergang aufzuhalten. Ich glaube, hier kann man was drehen mit dem komischen Tränen, oder? Man muss sich verschieben, ich weiß es nicht. Naja, dann nicht. Dann machen wir es doch hier mal mit der Uhr. Sie ist also so eine kleine Hexe. Aber es klappt ja wirklich mit dem komischen Zeit zurück drin. Sehr schön. Da liegt ein Buch auf dem Boden. Was steht da wohl drin? Unschuldiger. Freilassen. Ja. Lass dein Ich los. Ich bin eingeschlossen in der verschlossenen Bücherei. Die gleiche Stimme wie im Traum. Ich muss zugeben, das wäre mit Ton noch besser. Man kann jeden Zauber wieder rückgängig machen, also wieder wegnehmen. Der Erddrachen Gurtjev, der Feuervogel Moa Gold. Der Windtiger Fengalon und die Wasserschildkröte Stoldark. Die vier elementaren Wächter. Alles kommt durch die Macht der Wächter. Ah ja. So, dieses wunderschöne Bildchen hier, nämlich da, wo wir zwischen den zwei
Fenstern stehen, nutze ich jetzt einfach, um Break zu machen. Denn wenn ich mich nicht ganz täusche, kommt ja noch die komplette verschlossene oder verbotene Bibliothek und das dürfte noch genug Stoff für ein eigenes Turnset werden. Bis zur nächsten Folge, schönen Abend noch, bis dann.